Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carable Space Programm. Und man konnte es hier gerade sehen, da stand etwas, oder hier steht es immer noch, teste Federn. Ich weiß nicht, hier Modulmanager, Patches loaded from cache. Das heißt, ich habe etwas getan, und zwar habe ich einen deutschen Patch da reingearbeitet. Und wie man jetzt gleich sofort sehen kann... Boah, voll laut. Ich weiß nicht, ob es aufgenommen auch so laut ist. So ein paar Einstellungen sind hier schon mal auf Deutsch. Ich gehe mal gerade in die Credits, gucken, ob da was passiert, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Gut, wieder zurück. Spiel starten. Einstellungen, Community, Mods und Add-ons beenden. Aber wir machen ja Spiel starten. Könnt ihr mal sehen, hier, das ist auch in Deutsch. Wir können gerade nochmal zurückgehen, weil das wollte ich euch sagen, es sind einige Einstellungen machbar, aber hier seht ihr, diese Texte sind alle noch in Englisch. Aber da soll auch dran gearbeitet werden. Gut. Zurück. Und Spiel starten. Dieses Menü habt ihr eben auch schon gesehen, ist ja auch da. Kurz da rein, dann da rein und continue. So, da wird auch geladen. So, ich bin gespannt, was es dann doch in Deutsch gibt oder nicht in Deutsch gibt. Aber hier sehe ich jetzt Raketenmontage. Ah, da unten links können wir sehen, Astronautenquartiere, Forschungsabteilung. Hier ist das Observatorium, hier die Startplattform, hier ist das Kontrollzentrum. Verwaltungsgebäude und hier haben wir Flugzeugmontage und hier Raketenmontage. Okay. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Da gibt es nur Orbiten. Und was haben wir aktiv? 5000 Meter Distanzrekord. Aus der Atmosphäre sollen wir raus. Set Altitude Record auf 19 Kilometer. Set Speed Record auf 750 Meter die Sekunde. Hier ist jetzt nichts neu, ne? Hier ist auch nichts neu in Deutsch oder sowas. Okay. Gut. Aber soll nicht schlimm sein. Also was machen wir jetzt hier? Unser Rekord auf 5000 Meter. Escape the Atmosphere. Das war das, was wir, glaube ich, als letztes angenommen haben, ne? Dann wollen wir das doch mal anfangen. So, und was hatten wir? Wir hatten letztes Mal noch ein bisschen Forschung dazu genommen. Das heißt, wir haben neue Teile. Und ja, die müssen wir dann auch mal vielleicht nutzen. Wo ist er? Da ist er. Gehen wir mal weiter runter. So. Und... wir haben ja auch schon so ein paar Sachen. Hier, den brauchen wir definitiv. Denke ich. Sonst geht er vielleicht kaputt. Ich weiß es nicht, weil wir wollen ja aus der Atmosphäre raus. Das heißt, wenn wir beim Wiedereintritt müssen wir aufpassen, dass wir nicht verglühen. Micro Landing Struts. Ne, die brauchen wir nicht. Den Parachute, den brauchen wir hier oben drauf. Ganz klar. Das ist ein Service Bay. Ja, da können wir es reinbauen, aber das ist jetzt nicht unser Ziel zuerst. Wir brauchen erstmal ordentlich Sprit. Oh, das sieht ja interessant aus. Achso, wenn man weggeht, dann ist es auch zu. Ich wollte gerade sagen, das ist ja komisch, aber es passt schon dann. Ich nehme mal davon zwei mit. Baue dann noch ein Triebwerk unten dran. Und dann müssten wir zusehen, dass wir... noch weitere Teile anbauen. Hatten wir nicht schon einen... Sag schon, einen Dekoppler. Sind die noch nicht dabei gewesen? Hm. Das ist schade. Funken müssen wir auch. Den Kuhkanister. Ach, den müssen wir nochmal abmachen und... zwei reinmachen, sonst fliegt unsere Rakete nicht passend. Ja, sind zwei gegenüber, dann geht das. Und
Ja, dann machen wir das jetzt so, dass wir da unten noch einen Dekoppler dran ersetzen. Hierhin. Und dort machen wir Feststoff. Raketen dran, und zwar eine würde ich so machen. Und zwei ist ja auch nicht schlecht, ne? Oder? Geht das so? Ich glaube, das geht so, ne? Ich hoffe, die sitzen dann nicht irgendwie da dran und gehen nicht oder so. So ein Nose Cone hatten wir den schon? Nee, ne? Obwohl, wenn man wüsste, ob das funktioniert, dass man da einen Parachute dran macht und ob man das dann wiederbekommt, das wäre noch interessant zu wissen. Nose Cone gibt's noch nicht. Gut. So sieht's auch aus. Ist dann die Frage, ob es auch so funktioniert, ne? Und ob wir dann die Atmosphäre so auch verlassen können, aber ich denke mal eigentlich schon. So, die drei kommen in eins. Dann trennen wir und dann können wir den aber gleich mitstarten eigentlich. Und das ist unser Fallschirm. Sieht eigentlich gut aus, oder? Nennen wir doch mal dieses Kreis Escape V1. Gut, speichern wir auch ab. So, sollte einigermaßen funktionieren, oder? Ja, testen. Dahin und dann geht's los. Gucken, wie es wird. Ah, diese Dinger sind natürlich, naja, obwohl das müsste eigentlich auch funktionieren. SAS an. Wir geben auch ein bisschen Schub schon drauf, obwohl. Ne, müssen wir eigentlich nicht drauf machen, denke ich, oder? Zoomen wir ein bisschen rein und jetzt sollten diese Dreie starten und uns nach oben bringen, oder? Gucken. Also. 3, 2, 1, go! Wow. Macht Kilometer, ne? Ich hoffe, das funktioniert auch, was wir da vorhaben. Ich mach mal den Schub doch auf ganz voll. Die sind jetzt gleich leer. Schmeiße weg. Und höher geht's. Ich würde ganz gerne so einen Gu-Kanister aufmachen, wenn ich es schaffe, da dran zu kommen. Aktivieren. Oh, das sieht ja schon schön, schön gefährlich aus. Keine Daten. Sind wir raus aus der Atmosphäre? Ja, auf jeden Fall. Cool. Gehen wir mal näher ran. Nochmal hier öffnen. 30%. Transmit Data. Transmit. Antenne geht auf, aber wahrscheinlich haben wir nicht genug Strom. Das werden wir hier oben mehr sehen. Wo war das noch? Da. Electric Charge gone. Gut. Wir können eigentlich noch eine Stufe jetzt absprengen, oder geht das nicht? Nee, das war ja hier nur dieses Hitzeschild. Naja, da haben wir jetzt was falsch gebaut. Na, soll auch nicht so wild sein, oder? Jetzt sind wir außerhalb. Warte mal, da müssen wir nochmal machen. Jetzt haben wir 30% Keep Data. Und oh, guck mal, hier steht jetzt Statusbericht. Da hat sich auch schon was geändert. Und Keep Data. Gut, wunderbar, oder? Übertragen können wir nicht, weil wir keinen Strom mehr haben. Wir sind verdammt nochmal weit raus. Aber das wollten wir auch erreichen. Gut, dann haben wir eine Mission schon wieder hier erreicht, oder? Escape the Atmosphere haben wir geschafft. Rekord von 19.000. Wow. Und da sind noch einige andere Rekorde auch noch gefallen, wa? Na, jetzt ist es weg. Wir sind schneller als 750 Meter gewesen. Wir haben auch den nächsten schon geschafft.
Der nächste wäre 2500 Meter die Sekunde. Okay. 26,5 Kilometer haben wir geschafft. 70 Kilometer haben wir auch geschafft. Da gab es wohl einiges, was wir geschafft haben. Wow, fast 300.000 Credits. Das ist ja mal nicht schlecht, ne? Ja, kippen wir nochmal. Ja, die Reise geht wieder zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... wir irgendwas wieder einfahren müssen. Stop Transmitting, die würde ich gerne behalten, nämlich. Review Data, okay. Keep Data. Ne, da geht wohl nix. Okay, dann sind wir gespannt, wie wir unten runterkommen. 94.000 Meter ist natürlich einiges. Distance Record of... ach so, Distance Record, das ist... haha, die Entfernung von unserem Ziel sozusagen. Was ist das für ein blauer Kreis? Den kenne ich ja noch gar nicht. Das ist irgendwie unsere Flugbahn oder was? Kommen wir bei einer doofen Stelle nachher an, wa? Wäre schöner gewesen, wenn wir im Wasser landen. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller. So, Musik ist weg. Wir sind auch wieder langsamer geworden. Weil wir dann schon wieder in der Atmosphäre sind, ne? Können wir das Werk noch drehen? Nein, können wir nicht. Das bedeutet, wir machen mal schneller, um weiter runter zu kommen. Und irgendwann müssen wir natürlich wieder langsamer machen, weil wir den Fallschirm rauslassen. Jetzt dreht er sich rum. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das gut ist, den Fallschirm da oben rauszumachen. Aber es sieht wohl so aus, dass es kein Problem macht. Ich wollte ihn abbremsen, nicht, dass wir nachher verglühen oder so, ne? Der Schild war ja jetzt auch nicht so prickelnd. Okay. Schneller. 10.000 Meter. Bei 5 gehen wir mal auf 3 Stufen, oder? Nicht, dass da uns was passiert. So, 3 Stufen. Bei 2,5 gehen wir auf 2 Stufen. Zweieinhalb. Okay. Na, hier ist ein bisschen höher, aber auch da hinten ist unser Zentrum. Okay. Und jetzt machen wir mal eine Stufe, weil ich glaube, wenn der Fallschirm sich öffnet. Oh, der ging früher, glaube ich, schneller auf, kann das sein? Es ging ja so langsam auf und da unten war schon Schatten zu sehen. Wunderbar. Kann man noch ein bisschen vorspulen schneller. Oh, Schatten ist weg. Ach, da kommt er wieder. Gut. Und 300 Meter. So, machen wir mal einfache Geschwindigkeit. Oh, herbe Landung. Das Triebwerk ist leider kaputt, aber wir haben zwei... sag schon, oh, guck mal, hier steht Gefährt Bergen, das ist auch deutsch. Na, dann machen wir das. Gut, manches geht ja schon richtig, ne? So, 304.000, da sind noch ein paar Punkte zugekommen, aber hier, 34,6 Punkte, das ist ja cool. Gut, das sind die Erfahrungspunkte, die wir gesammelt haben. Mystery Go, 10 Punkte gegeben. Statusbericht while in space near Kerbin. Okay. Da war auch was in Deutsch. Aber sie arbeiten ja noch dran. Ne? Auf www.kerbelspaceprogramm.de findet ihr diesen Patch dann auch. Hier ist jetzt nichts. Was hat es uns gebracht? 304.000.
Das ist das von Recovered Parts, okay. Er hat Erfahrungspunkte gekriegt. Und dann. Gut, wunderbar. Dann gehen wir hier rein. Unser Ziel war ja hier irgendwo das mit den Batterien hinzukriegen. Dafür brauchen wir 45 Punkte, das heißt, uns fehlen noch 10, ne? Das heißt, ich würde auch sagen, wir machen nicht weiter, ne? Hier könnte man 18. Ne, ich glaube, wir forschen jetzt noch nicht. Gucken wir gerade hier rein, da sehen wir noch, was da gerade geklappt hat mit weiteren Informationen für die Forschung. Ja. Einmal zurück. Und hier Aufträge gibt's. Ah, reichlich neue. Okay, da können wir dann nächstes Mal richtig zuschlagen, würde ich sagen. Ich denke mal, für diese Folge soll's reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.